Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Gladius. Entschuldigung, kurz Hixen. Die zweite Folge für heute. Vorher kam die Art-Analyse und später kommt noch für euch Let's Play Sherlock Holmes Crimes and Punishments. Ja, beim letzten Mal bei Gladius hatten wir eine ein bisschen nervige Folge, wie man dem Titel schon entnehmen kann. Wir haben weitergemacht bei der Regimentsherausforderung und hatten letztendlich 2 gewonnene Kämpfe. Der Punkt ist nur, dass wir den zweiten Kampf 3-mal machen mussten und theoretisch auch schon beim ersten Mal hätten gewinnen können. Und ja, das war ein bisschen ärgerlich. Ansonsten gab es ein Level-Up bei unserer Sekutor und unserer Centurio. Und unser Sekutor braucht ein neues Schild. Deswegen gleich mal ab in Uruts Schule und in die Gladiatoren. Ja, ich habe gerade ziemlich einen Schluck auf. Das nervt mich gerade ein bisschen. Sorry. Wir sind jetzt beide Stufe 8. Gucken wir erstmal zur Liner. Da müssen wir auf jeden Fall nur in die Fähigkeiten schauen. Mal sehen. Verbundenheitsangriffe braucht sie nicht. Sie könnte aber den Kombi-Angriff erlernen. Und das war's auch schon. Dann werde ich ihr... Ja, dann werde ich ihr Kombi-Angriff 1 geben. Denn das ist für sie, denke ich, nicht unpraktisch. Dann war es auch schon wieder, denn der zweite geht da nicht mehr. So, dann... Ach, hier kann man sortieren, gut zu wissen. Wusste ich noch gar nicht. Dann wollen wir kurz zu Miss Zila. Und auch Miss Zila geht, wie wir hier sehen, ganz schnell, denn auch bei ihr bleibt es beim Verbundenheitsangriff. In ihrem Fall Verbundenheitsangriff 2 für Feuer. Alles klar, dann kriegt sie den 1er hier raus. Und dann sind wir hier schon fertig. Dann werden wir kurz in die Ausrüstung gucken. Schilder haben wir persönlich leider keine. Alles klar, dann schauen wir mal, ob hier die Händlerin Schilder hat. Und ansonsten tut mir echt leid für den Wichsen. Ich kann ja gerade nichts machen. Und ansonsten werden wir dann heute weitermachen und uns den letzten Kampf der Regimentsherausforderung widmen und hoffentlich dann den auch schaffen. So, Miss Zila, Schilde. Ach, natürlich. Hat keine. Genauso wenig wie bei Solmas. Okay, das bedeutet, unsere beiden leichten Krieger müssen ohne Schild auskommen derzeit. Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich. Alles klar, dann gehen wir zurück in die Arena, kurz aufs Rekrutieren, kurz schauen, nettes Schild hier, die Centurio hier, aber nur ein Schwert, während wir einen Speer haben und sonst nichts Besonderes. Ja, ich versuche gerade Six ein bisschen unter Kontrolle zu kriegen, auf in die Regimentsherausforderung zum klassischen Kampf 6, schöner sauberer Nahkampf, 1 bis 3 gegen 5. Für 50 Dinare, also auch hier sind wir wieder in der Unterzahl, oben steht, ihr könnt gewinnen. Bevor wir das jetzt machen, möchte ich kurz speichern. Ja, ich will den Spielstand wirklich überschreiben. Also kurz speichern, damit wir halt dieses Level schon mal haben. Okay, dann hoffentlich klappt das diesmal gleich. Wenn das gleich klappt, dann könnten wir vielleicht heute eine neue Liga anfangen. Ansonsten mal sehen. Stellt euch euren engsten Stand gerade oben. Unsere Gegner. 2 Centurios und 3 Legionäre. 1 Centurio Stufe 10. Der Marleben. Ganz toll. Dann gibt es noch Stufe 7 die Leder, die wir schon ausführlich kennen. Stufe 7 der Legionär Emilian und Filippo. Und Stufe 8 der Legionär Sagain. Ganz ehrlich, das mache ich neu. Das mache ich neu, ich will keine Stufe 10 Centurio an der Backe. Das ist mir zu doof. Beim letzten Mal hatten wir nämlich dann auch mal Stufe 6er. Ja, das sieht hier schon besser aus. Hier haben wir trotzdem 2 Centurios, 3 Legionäre, aber hier ist halt der eine Centurio der Galeis. Stufe 8, der andere der Toba, Stufe 7. Stufe 7 der Legionär Winifred, Stufe 8 der Legionär Emilian und Stufe 9 der Filippo. Aber hier ist zumindest kein 10er und Stufe 18 wäre auch. Okay, also wieder leicht und schwer.
Das heißt, so wie gestern. Myscilla, Säumers und Liner. Los geht's. Die Myscilla würde ich gerne zum 8. Centurio stellen. Das ist dieser hier. Da ist der 8. Legionär. Das ist der 7. Legionär. Ja, du gehst hier hin. Oben zum 7. Centurio kommt der Säumers. Und die Liner geht mal hier rein, weil hier sind mehr Gegner von den Legionären. Okay, und hoffentlich klappt das diesmal gleich beim ersten Mal. Hoffentlich muss ich jetzt auch nicht mehr hixen. Noch nicht ganz weg. Weil Schluckauf ist echt so ein bisschen nervig. Na gut, mal gucken. Ich bin ein bisschen angespannt. Ich will mich nicht so sehr aufregen wie bei der letzten Folge, aber ein bisschen angespannt bin ich schon. Natürlich sind wir in den Löchern. Beginnen tut Myscilla. Das ist der Emilian. Hier ist der andere Centurio, ne? Dann gehst du auf jeden Fall zu dem. Überraschungsangriff geht da auch. Geil. Dann sofort machen. Zwar nur seitlich, aber trotzdem 92 Schaden. Sehr gut. Säumers, Laufangriff. Auch du gehst aus deinem Loch raus. Und stellst dich so hin. Ja, einfach höherer Schaden. Das habe ich im letzten Part übersehen. Teilweise. Teilweise nicht. Waren 33 Schaden. Und Liner macht Streunen. Die Frage ist nur, wer. Der Filippo ist der 9er. Der Winifred der 7er. Also ist er die größere Bedrohung. Das heißt, du gehst hier hin. Komm zu, der Soldat. 105 Schaden. Okay. Damit werden unsere Angriffe beendet. Und ja, wieder wird Liner von hinten angegriffen. 44 Schaden durch den Galeis. Und 39 Schaden durch den Filippo wegen Gruppenattacke. Der Filippo greift Myscilla an. Und macht 70 Schaden. Es ist so toll, wenn schon wieder die Gegner so starten hier. Und 25 Schaden bei unserem Banditen. Ansonsten 33 Schaden bei Leider und Winifred macht auch noch Schaden. 60 Schaden, damit ist sie auf Gelb. Es läuft schwer so geil von Anfang an hier. Säumers, Sperrattacke. Er hat ja nicht so ein Problem, 55 Schaden. Myscilla, Überraschungsangriff. Auf den Galeis, den frechen Bengel. 208 Schaden, jetzt ist der auf unserem Rotbereich. Und Leider macht Sperrattacke. Auf den Filippo. Gut, dass es diagonal geht. 137 Schaden und der ist fast erledigt. Ja, leider ist sie halt schon wieder auf Gelb, weil hier schon wieder alle um sie rumstehen. Wie die Tapferen. Säumers kriegt zwei Schläge ab. Nichts Schlimmes. Um Leider mache ich mir viel mehr Sorgen. Hier kommt er jetzt antreiben. Okay, Effekt gescheitert. Ja, und dass Myscilla da unten angegriffen wird und jetzt auf Gelb ist, gefällt mir hier auch nicht. Muss ich ganz ehrlich sagen. Das stinkt mir sehr, sehr stark. Säumers, Sperrattacke. Der ist der Einzige, der gerade hier Spaß hat, weil er alleine ist. Und dann nur einen Gegner hat. Winifred hat getroffen. Unsere Liner ist jetzt auf Rot. Boah, lasst sie doch mal in Ruhe, ihr Scheiß. Ja, sorry. Ich wollte mich eigentlich nicht so aufregen. Jetzt ist sie nämlich erledigt. Das ist so toll. Wir haben noch keinen der Gegner erledigt. Myscilla ist dran. Ja, die Frage. Filippo oder Galeis? Ich nehme Filippo, denn gegen den ist sie schwächer. Und wird natürlich abgewehrt. Es sieht nach einem zweiten Versuch hier aus. Der kann nur laufen. Ja, da ist sie tot. Toll. Okay, gleich mal Kampf abbrechen. Wollen wir so gar nicht weitermachen. Weil wir hätten jetzt nur noch 1 gegen 5 gehabt. Also ja, auch heute haben wir nicht sofort Erfolg. Ich meine, das hier ist der schwerste Kampf, das ist verständlich. Boah, dieses scheiß Hexen. Sorry, echt. Tut mir wirklich leid. Das ist verständlich, aber trotzdem, es nervt schon wieder. Jetzt ist aber gut hier. Es nervt schon wieder, dass wir beginnen mit, naja, einer Niederlage.
Normalerweise würde ich jetzt die Folge neu starten, aber da wir schon gelevelt haben, mache ich das nicht. Wegen dem Hixen halt. Ich hoffe, dass das nicht zu störend ist. Weil ich kann dagegen nichts machen. Ich kann ja jetzt gerade in der Folge nichts trinken. Deswegen versuche ich das irgendwie anders zu kontrollieren. So, nächster Versuch. Es ist schon wieder blöd, dass wir schon wieder mindestens zwei Versuche brauchen. Wie viel Zeit haben wir denn bisher verbraucht? Ja, die ersten 10 Minuten. Und das erste Drittel. Und noch nichts geschafft. Ist halt nicht so toll. Ja, hier ist eine Stufe 10er Centurio. Nein. Darfst du gleich neu machen. Wir hatten gerade schon mit Stufe 9 genug Probleme. Neuner. Ein Stufe 9er Legionär Winifred. Stufe 8er Sekotor Servatius. Der war beim letzten Part richtig hetzend. Stufe 7 Charmagen Legionär. Stufe 7 Centurio Danor. Stufe 8 Centurio Oldark. Ja, probieren wir mal aus. Auch wenn ich wiederum, wer jetzt gedacht, hier nicht begeistert bin. Aber probieren wir es mal aus. So, Centurio. Da ist ein Legionär, das ist der 9er. Da ist ein Centurio, das ist der Sekotor. Dann gehst du hier schon mal hin. Du gehst zu einem der Centurios, aber zum Stärkeren. Und du gehst zum schwächeren Sekotor. So, los geht's. Hoffentlich schaffen wir es diesmal. Das ist halt echt blöd, dass wir hier schon wieder zweimal machen müssen. Und ja, dieser Schluck auf regt mich gerade richtig auf. Weil, ja, er klingt wahrscheinlich total kacke, könnte ich mir vorstellen. Und lenkt mich natürlich ab. Ich hoffe, später bei Sherlock habe ich das nicht mehr. Weil ich mache ja die Folgen immer am Stück. Und ja, mal gucken, wie es dann... Ja, natürlich wird sofort... Natürlich ist... Entschuldigung, echt, wirklich. Natürlich wird sofort unser... Für den Kaiser. Wird unsere Säumers angegriffen von den Scheiß-Sekotor. So, Laufangriff. Hoch und angreifen. Wie gesagt, mehr Schaden. Pam, 34 Schaden. So, du machst dasselbe. Hoch und angreifen. Und das waren 33 Schaden. Und Leiner ebenfalls hoch und angreifen mit einem Streunen. Ich glaube, du warst der Starke, gell? Ja. Und da hat sie sein Schild zerstört, aber leider eben keinen Schaden gemacht. Mach dich nützlich, Rekrut. Antreiben. Bewegungsplus. Und Winifred greift Säumers an. Wirklich, wie tapfer die immer sind. Wie sehr die einen ankotzen, weil sie dauernd solche Scheiße machen müssen. So, ihr könnt auch nochmal motivieren. Ja gut, die Centurios machen zumindest keinen Schaden in der Runde. Schaden plus. Und einmal 38 Schaden bei unserer Centurio. Und 4 Treffer bei unserem Mistzieler. Es ist schon wieder so abartig geil hier. Weil so Säumers wird schon wieder von allen Seiten verprügelt und ja, Leiner wird jetzt auch verprügelt. Laufangriff, 91 Schaden von dem scheiß Sekotor. Säumers ist dran. Sperrattacke und weißt du was? Du greifst erst den Winifred an, weil der unter ihm steht. Ich weiß schon, gegen den ist er nicht stärker, aber der ist gefährlich. Da weicht er seinem Centurio aus, das war gut. Mystzila, eine Sperrattacke gegen den Oldak. Das waren 58 Schaden. Das war gut. Leiner, Sperrattacke. Ich überlege nur, ob gegen den... ja, ich nehme den Schamaigen. Aber natürlich, warum auch, kein Treffer. Nur Schildzerstörung. Der greift jetzt übrigens auch Säumers an. Und bringt Säumers fast um. Das ist wirklich... Genau das meine ich. Genau das hat mich gestern so aufgeregt und es regt mich auch jetzt auf. Du kannst nichts machen. Da fällt Säumers um. Konnte nichts machen. Weil die halt alle immer todesmutig sind und den angreifen, den sie nicht angreifen sollen. Wir werden hier wahrscheinlich verlieren. 82 Schaden für unsere Centurio, die ist auf gelb. Wir werden wahrscheinlich das auch wieder dreimal probieren müssen.
Mistila Speerattacke. Die ist die einzige, die kein Problem hat, aber hat halt auch schon einige Hiebe abbekommen. Und auch hier bekommt sie wieder einen ab. Gegen einen Griff schmähen zumindest, aber ja. Läuft halt schon wieder hier abartig geil, muss man sagen. Läuft hier schon wieder abartig geil. Na, du machst Streunen. Du gehst zu dem scheiß verfickten Legionär. 105 Schaden. Der ist jetzt auf Gelb. Leider bringt ihr das halt nichts. Nicht viel. Weil sie ist im unteren Gelbbereich und wird natürlich wieder von dem Sekotor angegriffen. Das ist genau das, was ich meine. Das ist so mega assi hier. So, du machst wieder eine Schwertacke, liebe Mistzieler. Damit ist dein Centurio auf Gelb. Und sie weicht seinem Angriff aus. Das war nicht schlecht. Macht nochmal gegen Angriff schmähen. Das ist auch gut, weil Boni können wir echt gebrauchen. Und ja, Leiner ist jetzt auf Rot. So, nebenbei am Rande erwähnt. So, nächste Schwertacke, liebe Mistzieler. Damit ist ihr Centurio auch auf Rot. 58 Schaden. Leiner wird halt wahrscheinlich jetzt sterben. Ja. Und damit darf ich wieder abbrechen, denn ja, damit wäre Mistzieler wieder alleine. Warum? Wirklich, wirklich, die ersten vier Kämpfe waren kein großes Problem. Warum ist dieses Scheißregiment auf einmal so stark? Das ist wirklich, das ist kein Witz. Es regt einfach auf. Es regt einfach auf, weil du kannst nichts machen. Es ist, wie gesagt, wie schon beim letzten Part gesagt, es ist Pech. Es ist einfach nur Pech. Und dass halt das teilweise ein Glücksspiel ist, nervt mich halt weiterhin. Deswegen, ja. Also, ich sag's euch gleich, ich will diese Liga schaffen. Das will ich. Das heißt, ich mache die Folge so lange, bis ich diesen einen Kampf gewonnen habe. Oder ich mache den Kampf optional im Off, so wie beim letzten Mal, dass ihr halt dann nur das Ende vom Kampf seht bei der nächsten Folge. Weil ich will nicht nichts schaffen. Das ist einfach, es nervt einfach. Ich will nicht nichts schaffen. So, nächster Versuch. Wir haben schon noch Zeit, das ist machbar. Okay, wieder zwei Centurios, drei Legionäre. Der Centurio Oldak Stufe 9. Der Centurio Gallo Stufe 7. Stufe 7 der Legionär Filippo. Stufe 8 die Legionäre Emilia und Charmaigen. Probieren wir. Ich nehme halt dieselbe Kombi, weil die Kombi ist einfach die beste. Mit zwei leicht, ein schwer. Weil es halt zwei Centurios sind. Ja, drei Legionäre, aber wir wissen ja, Leiner normalerweise zerfetzt ja die Gegner ziemlich in der Luft. So, sie geht hier auch gleich hin. Und sie geht zur Stufe 9 Centurio und er geht zum Stufe 7 Centurio. Der hier unten ist. So, ich hoffe, alle guten Dinge sind drei. Ich meine, beim letzten Part haben wir den dritten Kampf, haben wir den Kampf auch noch ein dritten Mal gewonnen. Weil wirklich, wie gesagt, das nervt ein bisschen. Das ist einfach, man kann nichts machen. Ich weiß schon, ich könnte die Schwunganzeige einstellen. Dann wäre es halt nicht mehr Glück. Aber selbst dann, ich bin mir nicht sicher, ob wir, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Bisher kam ja noch nichts zum Thema. Ich bin mir halt nicht sicher, ob es dann besser laufen würde, muss ich ganz ehrlich sagen. So, Mistzieler beginnt und macht einen Überraschungsangriff, denn sie steht hinter ihm. Normalerweise würde ich hochgehen, aber da ist die Gelegenheit so schön. Und 104 Schaden. Und du, mein lieber Freund, machst einen Laufangriff. Hier ist ja gleich der zweite Centurio. Gehst aber erstmal zu dem natürlich. Weil das der stärkere. Und das waren 33 Schaden. Sehr gut. Leiner, ein Streunen gegen den Schamaigen, aber von hier, damit der Centurion nicht sofort zu uns laufen kann. Hatten wir jetzt schon mehrfach. Schild zerstört. Leider kein Schaden. Das ist ein bisschen blöd. Allerdings weicht Solmas dem einen Angriff aus von dem Centurio. Und ja, Mistzieler wird wieder angegriffen. Das ist genau das, was ich meine. Die greifen immer dann die an, die sie nicht angreifen sollen. Und das ist total frustrierend. Weil du kannst nichts machen. Und das ist auch frustrierend. Da wird Solmas von vier Angriffen getroffen, ist zwar noch auf grün, aber das tat natürlich ordentlich weh. Wirklich. Es ist kein Witz. Das nervt einfach. Das ist kein Witz. So, wir wollen einen Laufangriff von hinten. Gegen den Oldak.
Da kriegt er ordentlich Schaden. 153 Schaden ist auf Rot. Können wir gewinnen, aber es hat leider wieder Glückssache. So, du mein Lieber machst Schwertacke. Damit ist der Oldak schon mal fast erledigt. Und Leiner, ja. Ich überlege gerade, ob ich in Streunen hier runtergehe zum Charmeigen. Oder ich in Schwertacke einen von denen hier platt mache. Also beziehungsweise verletze. Der ist Stufe 8. Der ist Stufe 7. Ja, ich nehme ihn hier, weil der geht sonst bestimmt wieder streunen. Der geht nämlich sonst bestimmt wieder zum Mistzieler. Und natürlich weicht er aus. Ja, was auch sonst. Hätte ja mal klappen können. Einmal antreiben. Damit kriegt er Bewegungsplus, wissen wir ja jetzt schon. Und dann wird leider von oben angegriffen. 74 Schaden, weil von oben und von hinten. Das ist genau das, was ich meine. Das ist einfach Pech. Und motivieren. Das heißt Schadenserhöhung. Könnten wir auch machen, aber wir können uns das halt nicht erlauben, weil wir sind in der Unterzahl. Wir müssen möglichst schnell die Gegner loswerden. 72 Schaden, wieder bei von oben. Säumers, den Oldak bitte loswerden. Mit einem Schlagen. Dann ist der erste Zenturio schon mal erledigt. Das ist, glaube ich, schon mal nicht schlecht. Damit steht aber noch 4 zu 3. Mystzila, Laufangriff. Du kannst aber leider nur einen Legionär angreifen. Du kommst hier noch nicht durch. Ich nehme trotzdem den Legionär, weil der muss Schaden kriegen. Pam. Da kriegt er gleich mal 39 Schaden. Und er greift unsere Leine an. Ist auf gelb. Der gute Säumers weicht dem Centurio aus. Das ist gut. Leiner, du machst eine Schwertacke. Der Charmeigen muss sterben. 142 Schaden auf Rot. Säumers, du erledigst den. Der braucht nur normale Schlagen. Dann sind wir auf gleicher Männeranzahl. Puh, also das können wir diesmal schaffen, aber es ist halt leider immer noch ein Glücksfall, weil Leiner ist halt fast erledigt. Und da ist sie im unteren Rotbereich. Sie steht noch, aber nur gerade so. Mystida, du greifst jetzt den nächsten Legionär an. Eigentlich würde ich Centurio lieber machen, aber es geht halt nicht. Deswegen greifst du einen Legionär an. So, 31 Schaden. Und Leiner haut's gerade leider um. Damit steht's 3 zu 2. Das ist schlecht, weil die Legionäre sind natürlich unsere leichten Überlegen. Und ja, unser guter Säubers ist auf gelb. Konnte einmal Angriff ausweichen, ist aber auf gelb. Ja, Sperrtack. Oder machen wir Laufangriff? Ach, geht gar nicht, der blockiert nämlich. Es ist so großartig. Dann Sperrattacke. 55 Schaden bei dem Centurio. Und jetzt kommt halt der scheiß Legionär zu ihm. Das ist genau das, was ich meine. Er kommt zwar von unten, aber er macht halt Schaden. Schaden, den wir uns eigentlich nie leisten können. Ja, meine liebe Mystzieler, einen Laufangriff. Gegen den Filippo, der muss nämlich sterben. Ich weiß, dass sie damit ein Risiko geht, weil sie damit runtergeht. Aber sonst macht der Säumers platt. Säumers braucht Hilfe. Ja, da wird sie von hinten angegriffen. Und stirbt. Es ist so toll. Und damit dürfen wir wahrscheinlich gleich nochmal neu starten. Ich starte jetzt nicht sofort neu. Ich probiere es nämlich noch. 75 Schaden auf gelb, weil er über ihm steht. Aber Säumers ist auf rot. Und hier sind immer noch drei Gegner. Gruppenattacke, da war ich dabei. Maus, sehr gut. Der andere muss laufen, der kann auch nichts machen. Dass die auch wieder so scheiße weit laufen können, ist einfach nur assig. So, Sperrattacke. Natürlich kein Tod, nur Schild zerstört. Ja, tut mir leid, Säumers, aber das ist zu wenig. Und damit haben wir zum dritten Mal verloren. Das Gute ist, jetzt ist zumindest der scheiß Schluckauf weg. Aber damit haben wir zum dritten Mal verloren. Wirklich, es ist frustrierend. Es ist einfach frustrierend. Wie viel Zeit haben wir noch? Ja, 6 Minuten. Einmal probiere ich den Kampf noch, wenn ich ihn nicht schaffe. Also wenn wir ihn jetzt nicht schaffen, werde ich ihn im Off machen, dass ihr da halt wie beim letzten Mal, dass ihr dann beim nächsten Mal das Ende des Kampfes sieht. Weil wirklich, ich bin einfach nur angefressen. Ich muss wirklich sagen, das Spiel frustriert mich im Moment ziemlich stark. Ich überlege auch persönlich ein bisschen, ob ich das Let's Play erstmal pausiere und was anderes
entweder weiterspiele oder neu anfange. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was da eure Meinung ist. Weil wirklich dieses Glücksspiel, auch das gerade hätten wir gewinnen können, aber die Gegner haben halt einfach unfair gekämpft. Und da konnten wir dann nichts machen. Das ist einfach, sorry. Sorry, es ist ätzend. Weil man kann so gut kämpfen, wie man will, wenn man Pech hat, läuft's nicht. Wir haben beim letzten Mal gesehen, das kann ganz leicht gehen. So, hier sind jetzt vier schwere. Nein, drei schwere. Drei schwere, zwei leichte. Leicht ist der Sekutor Servatius auf 7. Und der Legionär Viesukius auf 7. Schwer ist der Centurio Toba 7. Der Piero, der Samnite 8. Und der Gaulus auf 9. Auch hier werde ich jetzt nochmal so nehmen. Ich denke, das ist machbar. Hoffen wir es. Wenn halt unsere beiden leichten Schilde hätten, dann hätten wir es hier auch einfacher. Hier ist der 7er. Hier sind die beiden 7er. Okay, dann geht sie nach hier. Nee. Das ist ja Schmarrn. Ist ja weder leicht, mittel, schwer. Aber sie geht trotzdem hier zum Legionär. Sie geht zum 8er Centurio definitiv. Das ist der hier. Ja, und er. Geht zum 8er Samniten. Ob wir das diesmal aber schaffen, weiß ich nicht. Ich halte das für möglich, aber nicht hundertprozentig. Es ist halt ganz ehrlich, ne? Wir haben jetzt noch 4 Minuten und wir haben in der Folge nichts erreicht, außer unsere Centurio und unsere Sekutor zu leveln. Sonst haben wir bisher nichts erreicht. Das ist halt, weiß ich nicht. Wie gesagt, es hat halt einfach mit Glück zu tun. Und dass es Glück ist, nervt mich halt. Nervt mich stark. So, Mistila beginnt und wie jetzt schon gekannt, mit dem Überraschungsangriff. Weil hinter ihm stehend, da kriegt er gleich mal 156 Schaden. Und ja, sofort kommt der scheiß kleinliche Sekutor und greift unsere Leine an. 36 Schaden. Das ist genau das, was ich meine. Der kommt dann sofort an, gedackelt und nervt. So, ich gehe erst zu dem 9er Centurio. Einlaufangriff von Solmas waren leider nur 17 Schaden. Ist leider halt eigentlich viel zu wenig. Streune, meine Liebe, nach oben. Wegen dem Legionär hier. Ein Treffer, 158 Schaden auf Rot. Das hätte zum Beispiel vorher auch klappen können, aber vorher hat sie mit sowas nur ein Schild zerstört. So, der Gaulus macht Antreiben, Bewegungsplus beim Samniten. Und ja, der greift das Ziel an. Und macht 43 Schaden. Und der Toba macht ebenfalls motivieren. Bei wem macht er das? Nicht beim Sekutor, bitte. Ja, Schaden plus. Natürlich auch beim Sekutor. 55 Schaden bei Leiner durch Präzisionsangriff. Und Gaulus verfehlt Myscila, das war gut. Dadurch gibt es von uns den Gegenangriff Schmähen und wir kriegen ein bisschen Boni. Sehr schön. So, jetzt ist halt die Frage, das Problem ist halt der beschissene Samnit, der jetzt hier daneben ist, aber der Gaulus ist höheres Level, deswegen Wehrattacke. Ich weiß, es ist von unten, aber zumindest gelb, 44 Schaden. Und Solmas, du machst Laufangriff hinter ihm, macht er doppelten Schaden. Pam. 99 Schaden auf Rot, der wird gleich umfallen. Toba greift jetzt auch sie an, verfehlt sie, sehr gut. Jeder verfehlte Angriff ist gut. Gegenangriff schmähen. Freut mich immer zu sehen. Zumindest wenn es unser Sekutor ist. Der feindliche Sekutor greift natürlich weiter mutig wie er ist Leiner an. Was auch sonst. Der kann ja nichts anderes scheinbar. 37 Schaden. Leiner einstoßen. Hau den Legionär um. Sehr schön. Da ist schon mal jetzt einer weniger. Das ist gut. Und Myscila, du haust den Gaulus um mit Schwertacke. Dann sind wir jetzt auf gleicher Männeranzahl. Was? Wieso ist er nicht umgehauen? Ja, von wegen. Allerdings weicht sie den Soliden aus, das war gut. Und da gab es Gegenangriff Schmähen. Übrigens ist gerade kurz mein Speer hängen geblieben. Mehrfaches Schmähen. Da sind wir jetzt ganz oben bei der Publikumskunst. Das ist gut. Da haben wir jetzt... Ja, nicht ganz oben. Und da wird sie zweimal getroffen, unterer Gelbbereich. Das ist natürlich nicht so schön.
So, wieder Gegenangriff schmähen. Damit stehen wir ganz oben bei der Gunst. Das ist gut. Dann haben wir alle Boni, die wir so kriegen können. Aber die gerade eben hätten halt verhindert werden können. So, Solmas hau ihn um. Hätte sie ihn einfach umgehauen, hätte man das verhindern können. Das ist das, was mich stört. So, da waren es nur noch drei. 96 Schaden bei unserer Leiner. Leiner, du gehst jetzt vor. Obwohl, ja, wahrscheinlich kann sie halt nicht vor. Das ist das Problem. Da machst du eine Speerattacke. Und Treffer. 81 Schaden. Gut. Sehr gut. Und ja, Miss Zieler ist gerade noch so am Leben. Ist ausgewichen. Macht nochmal Gegenangriff Schmähen. Aber wie gesagt, gerade nur noch so am Leben. Ja, Solmas, die Frage ist jetzt, auf jeden Fall Laufangriff, die Frage ist jetzt, greifst du ihn hier an? Oder greifst du ihn hier an? Das Problem ist halt, Miss Zieler ist fast erledigt. Du könntest natürlich auch ihn hier angreifen. Wir brauchen dich aber hier unten. Ich würde sagen, ist irgendeiner von denen verwundet? Nein, nicht das. Ich will das hier. Der hat 325 Leben. Der hat 293 Leben. Er hat weniger. Sind beide nicht verwundet. Ja, dann nimmst du den Samniten. Ich glaube, es ist fast egal. Leider hat er sich umgedreht. Natürlich, was auch sonst. 50 Schaden immerhin. Mystila, du nimmst auch den Samniten mit einem Überraschungsangriff. Ich glaube, das ist das Letzte, was du noch tust. Aber das waren 139 Schaden. Damit ist er auf gelb. Und sie weicht ihm aus. Cool. Damit hat er seinen Angriff verschwendet. Gegen Angriff schmähen. Wir sind halt schon ganz oben mit dem Boni. Ja, und Leiner ist auf Rot übrigens. So, eine Schwertacke. Sie hat das Schild des Sekunda zerstört. Der macht jetzt auch gegen Angriff schmähen. Konnte ihn aber nicht verwunden. Genau sowas meine ich übrigens. Hätte ihn locker verwunden können. Mystida, du bist doch mal dran. Schwertacke gegen den Piero. Solange du kämpfst, ist gut. Er ist auf Rot und Solmas kann ihn hoffentlich erledigen mit der Schwertacke. Yes. Okay, damit ist nur noch der Sekotor und der Centurio hier. Und den kann sie auch nochmal mit der Schwertacke behelligen. Diesmal könnten wir gewinnen. Wir brauchen aber leider Glück. Das ist das Problem. Ja, da fällt sie. Dachte ich mir schon. Aber gut, wir haben noch Solmas. Das ist nicht so schlimm. Das größere Problem ist der scheiß Sekotor, der unsere Leiner fast gekillt hat. Geht das hier schon? Nein. Ein Schwertacke. Kein Treffer. Warum nicht, Leiner? Das ist genau sowas. Das war reines Pech. Weil eine Schwertacke würde ja auch mit Schwunganzeige, wissen wir, automatisch gehen. Reines Pech. Das ist einfach so zum Kotzen. So, Laufangriff. Greif ihn an. Lieber Bandit. 66 Schaden. Und der Sekotor trifft nicht. Sehr gut. Treffpunkte minus. Schwächling. Das ist sehr gut. So, Speerattacke. Gerade ist es sehr spannend. Das war ein Treffer. 81 Schaden. Damit ist der Sekotor auf Rot. Wir können das gewinnen, aber wie gesagt, wir brauchen Glück. Das ist halt das Problem. Speerattacke. Solmas. Damit ist der Centurio auf Gelb. Ich glaube, diesmal gewinnen wir es. Ein Kombiangriff Treffer. Der andere daneben. Aber ja, Solmas war halt noch voll. So, Leiner haut's noch nicht um. 15 Schaden, aber es haut sie noch nicht um. Solmas Schwertacke. Diesmal gewinnen wir das. Kommt schon. Kommt schon, liebe Gladiatoren. Auf Rot. Und Cervantes ein... Ja, ich nehme Schwertacke. Da ist eine höhere Trefferchance. Yes! Sekotor erledigt. Meine Fresse. Ich glaube, wir schaffen es jetzt doch noch. Solmas Schwertacke. 55 Schaden. Der Centurio darf nochmal. Aber er verfehlt Solmas. Meine Fresse, was für ein Kack. Diesmal schafft man es. Ja, Leiner tue ich passen. Sie braucht da nicht hingehen. Solmas haut ihr jetzt um mit dem Schlagen. Wir haben die Regimentsherausforderung gewonnen. Meine Fresse. Das war jetzt ein vierter Versuch. Aber wir haben es geschafft. Boah. Aber wie gesagt, das war jetzt auch ein bisschen Glück. Mit Glück kann man halt die Siege machen. Und leider haben wir wahrscheinlich überzogen. Also noch nicht, aber kommt ja noch Endcut und so. 2395 Dinare für den Werksentmut und die Ausnahme der Tapferkeit.
Meine Fresse, Gott sei Dank haben wir es jetzt noch geschafft. Also muss ich es nicht immer aufmachen. Sehr schön. Leiner 21.691 Erfahrung. Miss Zieler 21.839 und Säumers 20.162. Alle anderen 434. Level-Ups gab's keine. Boah, wir haben es aber geschafft. Gut gemacht. Ja, ich hätte gern ein bisschen mehr als ein gut gemacht. Beim nächsten Mal dann entweder das Best of Belfort oder Imperias Glanz. Boah, ich habe jetzt wirklich Schweiß auf der Stirn. Ja, leider geht die morgige Folge 5 Minuten kürzer. Beim gestrigen war es knapp noch drunter, aber diesmal haben wir das nicht geschafft. Aber wir haben diese scheiß Liga fertig. Ich hoffe, die anderen beiden Ligern hier in Belfort sind besser, weil ganz ehrlich, die Regimentsherausforderungen, die letzten drei Kämpfe waren jetzt echt alle drei Kacke. Muss man wirklich sagen. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Wie immer hoffe ich natürlich, trotz dem Hixen, trotz meinem Aufregen, dass es euch gefallen hat. War jetzt ein hartes Stück Arbeit, muss man wirklich sagen. Ich würde mich freuen, wenn ihr später bei Sherlock Holmes wieder dabei seid. Und ja, dann morgen, wenn wir bei Gladys eine neue Liga angehen. Trotzdem könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wegen dem Thema vielleicht ein anderes Spiel, weil trotzdem, das mit dem Thema Glücksspiel nervt mich halt bei Gladius ein bisschen. Also ein bisschen sehr. Und deswegen könnte es halt trotzdem sein, dass vielleicht ich lieber was anderes machen würde. Ich weiß es im Moment gerade ehrlich gesagt nicht. Ja, wir sehen uns dann, wie gesagt, morgen wieder hier halt ein bisschen kürzer. Und ich würde mich halt freuen, wenn ihr bei den anderen Folgen auch reinschaut. Bis dahin, Freunde. Gehabt euch wohl.